Mahlzeit. Die Männer stehen bereit. Das Tor kann geöffnet werden. Bist du bereit? Spar dir deine Luft, bis es losgeht. Schau mal, die wurden auch befördert. Ash und Kato, die waren vorher noch Novizen, jetzt wurden die befördert zu Ordenskriegern. Ich hoffe, der Inquisitor weiß, was er tut. Warum gehst du mit? Was habe ich denn für eine Wahl? Aber ich versuche, mich möglichst weit hinten zu halten. Das solltest du auch tun, wenn du länger leben willst. Boah, kleiner Schisser hier, na gut. Kato, was ist bei dir so los? Die Nummer ist ein bisschen zu groß für dich, Kleiner. Hierfür braucht man echte Männer. So wie dich? Genau, Männer wie mich. Und jetzt verzieh dich. Alles klar, darum kämpfst du auch mit dem scheiß Stock. So, Chef. Ah ne, halt, erstmal Leben voll machen. Man kann ja nie wissen, was dem Tor entfleucht. Wegen der goldenen Kristallscheiben. Hier sind sie. Alle 5 Scheiben. Alle. Darauf habe ich nur gewartet. So richtig. Jetzt werden wir das Böse aus seinem Schatten vertreiben. Noch was. Du hast mehr geleistet als sonst einer meiner Männer. Deshalb mache ich dich zu meinem Kommandanten. Kommandant, wird da nicht eine neue Rüstung fällig? Genau. Hier, nehmen Sie. Du wirst sie brauchen. Geil. Endlich nicht mehr diese hässliche Soldatenrüstung, Mann. Die finde ich viel cooler, die Kommandantenrüstung. Zumindest von vorne. Für Rituale und Zeremonien haben wir später noch genügend Zeit. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das Wesentliche. Okay, let's go. Ich bin bereit. Öffnen wir das Portal. Folge mir. Von hinten ist halt auch so ein Kleid, das ist nicht so schön, aber von vorne sieht es cool aus, wie man diesem Kommandant sieht. Weil also hier so Rüstungsplatten, Kettenhemd und so weiter. Geil, wir Mann. Wir müssen weiter. Ja, ganz ruhig. Der Moment ist gekommen. Seit Jahrtausenden wurde dieses Tor nicht mehr geöffnet. Kardosh M.M. Kadar. Oh. So, eine Schar Echsenkrieger und die Mucke unterstreicht die Dramatik der Situation perfekt. Ich habe noch nie bessere Musikuntermalungen der Cutscene gehört, muss ich jetzt echt mal sagen. So. Schön Eis zücken. Tja, überraschenderweise schlummerte hinter dieser Türe eine fette Echsenarmee. Und für die meisten hier sind das wohl die ersten Echsenmenschen, die sie überhaupt jemals sehen. Ich glaube sogar, ich bin der einzige Anwesende, der überhaupt schon mal Echsenmenschen hier auf dieser Insel gesehen hat. Boah, der Inquisitor vielleicht irgendwo entfernt in anderen Teilen der Welt, aber selbst bei dem bin ich mir da nicht so sicher, Mann. Ha, sehr gut. So, Erfahrung kriege ich ja so oder so. Die ganzen Kommentare, Mann. Also, aber keiner ist irgendwie verwundert drüber, über die Viecher. Ja? Ganz normal. So, schade, Mann. Ruhe in Frieden. Er hat es leider nicht gepackt hier. Zack, paar Schwerter abziehen. Echsenschwerter natürlich. Geschmiedet aus blankem Obsidian. Es stimmt nicht ganz. Gold ist ja mit reingemischt. Mitten im Herz des Feindes. Jawohl. Mitten im Herz des Feindes. Was sagst du so? Los, beweg dich! Steh hier nicht rum! Was? Wer ist hier der Kommandant und erteilt dem Soldat Befehle? Ja? Vielleicht mal drüber nachdenken. Ein Sekündchen drüber nachgrübeln. Kannst froh sein, dass ich so nachsichtig bin in meinem Führungsstil. Sonst wären dir ein paar saftige Peitschenhiebe sicher. Armbruststärke. Na gut, der Ruf ist eigentlich so ein ordentlicher. So. Was war das? Der Feind. Endlich kennen wir sein Gesicht. Nun kann er sich nicht mehr vor uns verstecken. Was hast du vor? Wir werden in den Berg hinabsteigen und unsere heilige Mission erfüllen. Hier und jetzt wird sich das Schicksal dieser Insel entscheiden. Kapitel 3. Der Tempel. Gut. Aber nicht jetzt. Ich muss noch was erledigen. Wir haben keine Zeit. Wir gehen. Wir sehen uns da unten. Wir sehen uns. Ja, die rennen jetzt schon mal voraus. Ist in Ordnung. Kommandant hat keinen Bock, oder was? Wir folgen dem Inquisitor. Ja, alle außer dir. Nee, jetzt joggt er auch los. Okay, sehr schön. Also, bevor ich jetzt hier da in Vulkan in die Grotte mit reinrenne, werde ich erstmal noch in der Festung mich umschauen. Da vorne sehen wir nämlich schon Echsenmenschen.
Bedauerlicherweise wurde nämlich die Festung eiskalt überrannt. Aber eiskalt friere ich auch den Typen erstmal ein. Mendoza wird auch schon, beziehungsweise nicht Inquisitor, sondern wie heißt der nochmal? Ignatius wird auch schon belästigt, wollte ich sagen. Aber ich mache erstmal die Speedrolle an. Oh, scheiße. Weil ich habe keine Zeit zu verlieren. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Ich werde es euch gleich genau erklären, wenn ihr gerade denkt, hä, was macht er? Was machst du? Ja, ganz ruhig, Mann. Genau das fragt ihr euch wahrscheinlich auch gerade, aber die Erklärung kommt gleich. Sehr gut. Christa! Okay, Carsten läuft zurück, sehr gut. Ich muss nämlich, jetzt kann ich es verraten, ich muss euch gestehen, ich habe diese Folge schon mal aufgenommen. Du hast sie doch nicht mehr alle. Doch, habe ich. Aua, ich habe diese Folge schon mal aufgenommen. Und was ist dabei passiert? Carsten, der Schmied, ist dabei leider gestorben, Mann. Und das ging mir derbe auf den Sack. Warum? Weil der richtig geile neue Ausrüstung hat, die ich bei keinem anderen Schmied gefunden habe. Und die vor allem auch für mich als Kommandant richtig gut ist. Ja? So, und jetzt hat er überlebt. Das war es mir wert. Hey, da hat ja jemand überlebt. Wie ist die Lage? So wie Mika. Hey, hey. Keine Sorgen, wir passen auf. Ich werde jetzt weiterarbeiten und jeder, der mich dabei stört, wird das bitter bereuen. Auch ich, wenn ich deine Waren sehen will, zeig mir deine Ware, Schmied. So, hier ist nämlich dieser geile Sparta-Helm. Der sieht viel geiler aus, als der mich so hab. Geschärfter Klingenstab verkaufe ich auch, Exemplar verkaufe ich auch. Weil, schaut mal her. Pfeile, weg damit. Schaut mal her, ich habe jetzt zur Verfügung hier den Zweiklingenstab. 8 Schaden mehr als mein bisheriger Stab. Und das ist, glaube ich, auch dieser geile Stab, den der Inquisitor trägt. Oh, mein alten Helm. Die zwei alten, dieser Scheiß. Ledermotorradhelm, da weg damit. So. Alter, wie der Held auf einmal aussieht. Und wie so ein Lulasch steht da auf einmal da. So, dieser Helm ist nämlich viel geiler. Ihr seht von vorne, wie der aussieht. Wie so ein antiker Soldatenhelm, Mann. Von hinten sieht er auch nicht so schön aus, aber... Zeig mir das. Ich will jetzt mal, ich will mich irgendwo auf eine Bank hocken, dann könnt ihr mal sehen, wie er von vorne ausschaut. Von vorne sieht er nämlich viel, viel schöner aus. Und ich finde, der passt auch vom Metall her viel besser zur Kommandantenrüstung. Das ist von der Farbe ähnlich. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr, meine ich. Seht ihr? Viel geiler, oder? Viel, viel besser. Ja, da bin ich schon mal stolz drüber. Neuen Stab werde ich jetzt auch mal probeweise anziehen. Zack, Axtringe aus, Stabringe an. Weil jetzt habe ich einen Schaden 58 Stab. Immerhin nur noch 14 Schaden Unterschied. Na gut. Auch nicht so geil, aber ey, immerhin. Und schaut mal. Bam. Yeah. Natürlich viel geiler, mit sowas zu kämpfen. Klarer Sachverhalt. Gluck, gluck, gluck. Dieser arme Rekrut hat es leider nicht mehr geschafft. Aber Carsten hat es nicht mehr geschafft. Problem ist ja auch, dass ich Carsten damals seine Waffe abgenommen habe. Mit dem Taschendiebstahl. Und seitdem rennt er halt irgendwie mit Fäusten in den Kampf rein. Das ist natürlich auch nicht optimal. Da muss jedem klar sein, ja. So. Soll ich jetzt erstmal mit Ignatius? Ne, jetzt bin ich schon mal hier. Jetzt rede ich auch mit allen anderen hier. William. Hey, gut, dass du lebst. Mann, was für ein Gemetzel. Mehr als die Hälfte von uns sind tot. Wie ist die Lage? Das Tor muss gesichert werden. Die Jungs da unten können bestimmt noch Unterstützung gebrauchen. Ich werde hier die Stellung halten. Wer weiß, wo sich hier noch überall Echsen rumtreiben. Okay. Ja, Sicherung des Tores. Nee, scheiß drauf. Ich rede erstmal mit Ignatius, weil sonst, dann macht auch alles hier viel mehr Sinn und so. Boah, scheiße, man. Sogar in die Küche sind sie, in Harlocks Küche. Das war unnötig. Oh. Ah, voll unnötig, ey. Größter Arschloch-Kommentar der Geschichte, würde ich mal sagen. Vor allem, wie ich will hier kein. Und hier steckt die Waffe wieder ein. Alter, ich bin vom selben Team wie du. Was soll das? Muss ich mir so einen Kommentar anhören? Ich glaube nicht. Halt, da lag doch noch irgendwo ihr Echsenschwert. Nimm es! Da haben wir noch ein bisschen schön alles leer looten. Was ist los? Fred, rest in peace. Aber was mit Harlock? Wo ist Harlock? Der Koch, der kommt in Risen 2 nochmal vor, Mann. Den können sie nicht getötet haben. Eintopf. Den haben wir mal Lipste. Ich frage mich, ob das Harlocks Spezialeintopf ist. Hier steht noch der Wein. Ich habe gerade eine Milch. Nein. Es ist ein Wein. So, dann könnte ich mir hier das auch noch lecker. Ach, das war leider nicht das, was Mana auch erfüllt. Egal.
Also erstmal ab zu Ignatius. Mal schauen. Was hier sonst noch so. Da, bei den Schweinen ist doch bestimmt auch noch ein bisschen Echsengetier. Auf jeden Fall schockierende Wendung, was hier passiert ist. Nee, hier ist keine Echse, aber hier ist leider Taylor. Ruhe in Frieden, Mann. Es tut mir echt leid um euch alle. Die Schweine suchen sich weiter munter im Dreck. Schade für die Festung, aber manchmal braucht es einfach so eine dramatische Wendung, versteht ihr? Was mit Zitrus da drin, der immer noch... Ach, der klatscht. Ich will ja kein... Und jetzt entspannen wir uns wieder. Ey, wir sind vom selben Team. Okay? So, jetzt aber. Nun, Mendozas Plan hat funktioniert, was? Nur, dass die Echsenmenschen uns so hart zusetzen, damit hat er wohl nicht gerechnet. Was hast du jetzt vor? Jeder Feind innerhalb der Mauern muss besiegt werden, damit wir die Kontrolle über die Vulkanfestung zurückgewinnen. Was ist mit den Überlebenden? Wir Magier müssen uns versammeln. Such die anderen und sprich mit ihnen. Was soll ich ihnen sagen? Wenn sie leben, sollen sie sich zur Heiligen Halle durchschlagen. Wir müssen die Flamme schützen. Und wenn sie tot sind? Dann überlasse nichts dem Feind. Nimm alles an dich, was sie dabei haben. Okay. Geh und finde die Magier. Ich schütze die heilige Flamme. Jawohl, geil, geil, geil. Geiler Scheiß. Der weiß schon mal, was hier zu erledigen ist, Ignatius. Das heißt, ich muss erstmal einen Magier informieren, aber der Bursche hier, der hat auch noch eine Tracht Eis. Alter, was soll das? Hab ich etwa... Was haben die für eine Reichweite? Das hätte auch ins Auge gehen können. Ja, aber die Reichweite von dem finde ich trotzdem nicht in Ordnung, Mann. Also erstmal muss ich Meister... Ne, erstmal Meister Iluma. Hi. Psst, sei vorsichtig. Hier lauern überall Feinde. Hier lauern nur ich. Was weißt du über die Situation? Die meisten Echsen sind zum vorderen Tor gestürmt. Ein paar wenige durchsuchen die Gebäude. Wenn wir die Vulkanfestung befreien wollen, müssen wir sie alle aufspüren und töten. Ich werde mich darum kümmern. Alle Magier sollen sich in der Heiligen Halle versammeln. Gut, ich werde gehen. Viel Glück. Dir auch, Bruder, dir auch. Ah, ne. Dir auch, Jungchen, dir auch. Ja, aber geil. Geil, oder? Dass ich jetzt hier ein Kommandant bin und auch so einen geilen Stab und so weiter. Langsam geht's immer mehr ab hier, ausrüstungstechnisch. So, Echsenschwert. Tja, ja, ganz entspannt am Goldschmieden, Mann. Na? Du sollst in die Tempelhalle gehen. Ist das ein Befehl von Meister Ignatius? Ja, versammelt euch und beschützt die heilige Flamme. So soll es sein. So sei es denn, sprach der Meister und setzte sich in Bewegung. Hier unten ist er bestimmt auch noch. Ja, wusste ich's doch, da sehe ich ihn doch schon. Das heißt, wenn man am Anfang nicht wie ich mit dem Kerl-Schlüssel hier alles leer Schlitzer ist das. Ja, das leer gemacht hat, dann kommt man spätestens jetzt in die Situation, da mal aufschließen zu dürfen. Aber ich habe ja schon alles gestänzt, deswegen. Spare ich mir das? Es sei denn, eine schwere Truhe hier. Nein, 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 nein. Krass, wie viel Heiltränke ich nur mal habe. Boah, der Inquisitor und seine Männer schnetzen sich derweil durch den Vulkan. Aber in Kapitel 3 gibt es auch noch relativ viel zu tun. So verschiedene Quests. Besiege die Echsen in der Festung, besiege Echsenhauptmänner und so weiter. Es gibt hier schon noch einiges zu verrichten. Halt, jetzt kümmere ich mich erstmal um die Sicherung des Tores. In Risen sind so viele Teleportsteine verteilt, da hätten sie gerade auch einen zum Eingang der Vulkanfestung machen können, weil das ist schon immer so gefühlt über die halbe Insel latschen, bis man da mal vom einem Tor zum anderen kommt, versteht ihr? So. Hallo. Oh, danke schön, vielen Dank. So, zack, zack, sehr gut, man muss nur flink sein. Flinkheit kompensiert dafür die Wucht der Axt. Nein, mein Mentor, wenn es um den Eiskristall geht. Pallas, Ruhe in Frieden. Akrobatikring, Mana-Trank. Die Macht von Eis. Wilde, verwirrende Aufzeichnung von Meister Pallas. Die sollte ich lieber einem Magier geben. Ja, das ist natürlich die Problematik hier. Jetzt kann er mir nicht mehr... Gerne hätte ich noch bei ihm Eisstufe 10 gelernt, aber das muss ich dann bei jemand anders lernen, der dieses Buch durchliest, was ich hier abgezogen habe. Schade, Mann. Hier steht etwas über Magie. Ja, Pallas, echt. Ruhe in Frieden, Mann. Ich hab dir das nicht gewünscht. Du hast mir so viel Gutes in meinem Leben hast du bewirkt dadurch, dass ich von dir lernen durfte. Hi, Paul. Ich hab's gewusst. Jetzt wird alles noch viel schlimmer.
Ach, das sind diese, ich hab's euch doch gesagt, Typen, die 20 Jahre lang sagen, morgen kommt die Apokalypse. Und wenn sie dann kommt, sagen so, hab ich euch doch gesagt. Ja, vielleicht schon. Das ist so, du kannst auch sagen, hey, eines Tages werden wir sterben und dich deswegen ein ganzes Leben lang vor dem Tod fürchten. Toll. Und dann hast du jeden Tag deines Lebens in Angst verbracht und dein Leben nicht genossen. Dann sinnlos, ja? Es geht gar nicht darum, ob die Leute recht haben, die sagen, dass es irgendwann als Bach runtergeht, sondern es geht darum, so dass man deswegen trotzdem sein Leben genießen soll. Nicht so einer so, oh ja, Mann, ich bin so glücklich am Leben zu sein. Nein, Mann, ey, weck dich mal nicht so in Sicherheit, Mann. Bald geht hier alles. Ja, trotzdem soll ich deswegen nicht glücklich sein, oder was? Nee, sowas geht mir auf den Sack. Wisst ihr, was ich meine? Hey, wie sieht's drinnen aus? Es haben nicht viele überlebt. Die Magier bewachen jetzt die Flammen. Schneidest die Finger an, pass auf. Die paar Echsen, die raus wollten, konnten wir aufhalten. Hört sich nicht schlecht an. Nicht schlecht. Aber es scheint so, als wären trotzdem Echsen da draußen. Paul berichtete, dass sie aus der Höhle vor der Vulkanfestung gekommen sind. Paule. Ach du Scheiße. Paule. Du sagst es. Wenn sie aus einer Ruine kommen, können sie aus jeder kommen. Also sei verdammt nochmal vorsichtig. Die Festung mag sicher sein. Die Insel ist es nicht. Okay. Brauchst du Hilfe? Bruno, dieser Penner, hat sich verdrückt. Wahrscheinlich versteckt er sich. Wenn du ihn findest, schick ihn runter. Bruno, ich weiß schon gar nicht mehr, wer das nochmal war. Wahrscheinlich irgendein Inquisitionshaini oder Pallas, Mann. Tut mir immer noch leid, wie er da mit dem Gesicht im Staub liegt. Okay, hier ist eigentlich alles mehr oder weniger sauber. Und sag mal Vitus mal, dass er auch zur Halle gehen soll. Ignatius will, dass ihr euch in der Heiligen Halle versammelt. Ich werde gehen. Doch da ist noch etwas. Da ist ein Krieger. Was? Wo? Auf dem Friedhof. Ein zäher Schweinehund. Friedhof? Sei vorsichtig. Was auch immer ihr da unten macht. Es ist nichts Gutes. Okay. Alles klar, dann viel Spaß in der Heiligen Halle. Auf jeden Fall finde ich, dass der Held manchmal so ein bisschen übertreibt. Also, was? Wo? So, die ganze Festung ist voller Echsenmenschen. Ob da jetzt ein Echsenkrieger drunter ist, macht auch nicht so mega den Unterschied. Die Bedrohung ist so oder so groß, wisst ihr? Das ist so wie, was habt ihr mit Patty gemacht? An so einem Punkt in der Story, wo er eigentlich noch nicht so die krasse Beziehung zu Patty aufgebaut hat. Oh. Alter, das nervt so hart, wenn du die Reichweite... sie doch nicht mehr alle. Alter, die Reichweite von denen... höher ist, als ich immer so denke, Mann. Das ist richtig fies. Die machen auch immer, die schlagen so richtig nach vorne. Die strecken den Arm so richtig nach vorne raus und, na, ziemlich fies, ziemlich gemein. Was dadurch angerichtet wird. Zack. Nummer 3, alles klar. Hallo. Und, okay, das wäre auch ein bisschen heftig gewesen, wenn der jetzt auch noch getroffen hätte. Ja, ich brauche mal ein bisschen mehr Stärke, sodass ich immerhin dann, dass ich nicht zwei Schläge brauche. Klar, die Schnelligkeit. Ja. Mit der Axt würde ich es wahrscheinlich auch mit einem aufgeladenen schaffen, aber... Ja. Ja, nee, ey. Ist doch blöde sowas. Ruhe in Frieden. Ja, rest in peace innen drinne. Also, habe ich vielleicht nochmal Stärke dran. Ja, ich würde sofort so hoffen. Die Ogrewurzeln traue ich mir noch nicht zu essen, weil das ist schon ein bisschen arg verschwenderisch. Ein Topf, jede Familie hat ihr eigenes Rezept. Lecker. Aber Äpfel kann ich inzwischen schon mal essen. Die geben auch Stärke. 8 Stärke müsste ich durch diese Äpfel bekommen. Und so kann ich mich gleichzeitig hochheilen. Heilen dauert zwar ein halbes Jahrtausend, aber abgesehen davon, geiles Leben, Mann. Daumen hoch für dieses Leben. So, scheiß drauf. Dann tue ich einfach mal ganz frech, ziehe ich die auf die 4. Und wenn ich so rumlaufe, kann ich die ganze Zeit Äpfel schnabulieren. Oder auch spachteln. Wie jemand sagen würde, der vielleicht gerade zuschaut. Und wenn er zuschaut, dann weiß er, dass er gemeint ist. So, hier nochmal. Lecker Äpfel spachteln. Lecker. Ja, am allerliebsten. So, nochmal Stärke. So lobe ich mir das. Da. Standhafter Echsenkrieger. So. Dann mache ich jetzt hier folgenden Trick. Ich hau einmal drauf. Und dann friere ich ihn direkt nochmal ein. Echsen hassen diesen Trick. Boah, Alter, der hat aber ganz schön was aus, Mann. Seht ihr, darum will ich Stärke. Oder Stab hochscalen. Dann mache ich vielleicht auch nochmal. Was bewirkt denn mehr Stabkampf? Die Angriffsschläge machen mehr Schaden. Ja, alles klar. Genau das brauche ich. Ich überlege gerade, ob ich sogar das zuerst lerne, bevor ich Froststufe 10 lerne. Auf jeden Fall werde ich Ignatius gleich mal die traurige Nachricht vom Ableben des Meister Palas unterbreiten. Tragische Wendung. Bock, 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 bock. Hauptsache, dieses Huhn hat überlebt.
Das ist die Hauptsache, versteht ihr? Ein Huhn muss immer am Leben bleiben, um die Ahnenreihe der Hühner aufrechtzuerhalten. So, einmal Stärke geht noch, come on. Oh, ich ja schon wieder, wie sie rumkrunzen. Hey, Stärke? Ja, geht doch. Dauert immer ein bisschen, aber... Die haben vielleicht ein Bad nehmen oder so? Ne, da haben sie keinen Bock drauf. Im Weinkeller? Was ist da los? Sich besaufen? Ne, so. Das Leben genießen, Bad nehmen, sich einen Wein reinkippen und so. Das, damit haben es die Echsenmenschen nicht so. Die haben nicht so das Feingefühl für sowas. Das ist ein reines Kriegervolk. Denen geht es nur ums Schlachten. Gefühlslose Bestien, alles klar. Ich sehe schon, welches Bild hier gezeichnet werden soll. Dann lasse ich mich da mal voll drauf ein und stürze mich hin. Hey! Was machst du hier? Ich wollte nur schnell was fegen. Na klar. Versteckst du dich etwa? Ich dachte, du wärst einer von der harten Sorte. Ich bin einer von der Sorte, die am Leben bleiben will. Aber abgesehen davon habe ich die Gelegenheit genutzt, um meine Vorräte etwas aufzustocken. Hier liegt eine Menge Zeug rum und es wäre doch schade, wenn das alles den Echsen in die Hände fällt. Ja, Mann, sehr schön. Wenn du was brauchst, lass es mich wissen. Ja, okay, okay. Aha, Stärke da im Angebot. Nicht schlecht. Und des Weiteren folgendes. Mach dich nützlich. Wir brauchen jeden Mann. Na gut, ich gehe zu William auf den Hof. Da bin ich wenigstens nicht ganz allein. Immer schön das diplomatisch. Ist schon mal ein Anfang. Immer schön. Pass auf dich auf. Du auch, Kaspar, sondern der immer schön im Stress aus dem Weg geht. So. Stress wäre eigentlich für ihn, dass er sich nicht hier versteckt. Aber der größere Stress wäre es, mit mir Stress anzufangen. Deswegen wählt er die Option, sich doch zu zeigen. Hey, Abraxas. Ah, der junge Mann. Gut, dass du kommst. Ah. Da sind Echsen. In der Bibliothek? Ich weiß, sie sind überall. Du musst in die heilige Halle gehen. Ja, aber sie sind in mein Labor eingedrungen und jetzt bringen sie bestimmt alles durcheinander. Und sie haben die Tür zugemacht. Wie soll ich denn jetzt mein Experiment beenden? In Gedanken, Alter. Gedankenexperiment. Sieh zu, dass du zur heiligen Halle kommst. Was? Aber du musst in die Bibliothek gehen. Du? Was soll ich da? Du lesen. Musst die Eindringlinge Green. Aufhalten. Und meine Aufzeichnungen und Vorräte retten. Na gut. Vor allem eher so. Sie haben die Tür zugemacht. Und jetzt kann ich nochmal sagen. Die Tür zum Labor ist zu. Vom Rumstehen und Reden alleine geht sie nicht wieder auf. Boah, und wie soll ich hineinkommen? Benutze den Geheimgang in der kleinen Bibliothek. Das ist halt doch mal für alle, die als Magier spielen. Und wäre doch geil gewesen, wenn es hier einen extra Dialog für Magier und Ordenskrieger gäbe, aber... Gut, wer die Aufnahmeprüfung hier in der Festung nicht gemacht hat, der weiß natürlich noch gar nicht unbedingt von dieser geheimen Bibliothek. Von daher, aber ich weiß ja, wie ich reinkomme. Ich habe alle Magier gefunden. Und? Was ist mit ihnen? Pallas ist tot. Der Arme. Tot. Unser Bruder. Rest in peace. Sein Tod soll nicht umsonst gewesen sein. So ist es. Was wird jetzt mit der Frostmagie? Niemand wusste besser über den Kristall Bescheid als Pallas. Ich fürchte, ohne sein Wissen werde ich dir nicht weiterhelfen können. Ich habe sein Wissen. Ich habe die Aufzeichnungen von Meister Pallas gefunden. Was? Das ist gut. Damit kann ich fortsetzen, was Meister Pallas begonnen hat. Okay, Xardas, so. Alles klar, sehr schön. Herr Vitus, in die Halle, nicht davor rumstehen, aber gut. Wie auch immer. Du bist hier der Meister, du wirst schon wissen, was läuft. Ich mach erstmal noch ein paar Echsen platt, da ist schon der erste Eindringling. Und bestimmt gleich wieder ein paar angejoggt, oder? Nee? Na gut. Soll mir recht sein. Zack, zack. Seht ihr, man muss flink genug sein, bevor er sich umdreht. Einen von 10. Das betrifft jetzt eben die Quest mit den... Das betrifft jetzt alle Echsen, die in der Bibliothek sind. Sowohl in der kleinen hier oben, als auch in der geheimen. Unter Tage. Das ist gar nicht der einzige hier drin. Da ist schon wieder der nächste. Nicht mehr genug, Mann. Scheiße. Kein Problem, Mann. Kein Problem. Es gibt kein Problem. Zack. Oder soll ich einfach drauf scheißen, alle Stärketränke brauen und dann. Boah, halt nicht hinsetzen. Alle Stärketränke brauen und saufen, weil ich eh nicht mehr auf Stärke skill. Könnte ich auch. So, den Rest will ich jetzt mal. So abballern. Mit dem hier. Einfach mal so aus Jux und Tollerei, versteht ihr? Hi.
Hammer, wenn man den gedrückt hält, schießt er einfach am laufenden Band. Macht auch sehr großen Bock. Muss ich echt mal sagen, wie es ist, Mann. Macht sehr, 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 sehr enormen Bock sogar, Mann. Boah. Oder Mana-Tränke mit den hellen Kronenbrauen. Das wäre auch eine Option. Düb-düm. Düb-düm. Düb-düb. Magie wirkt hier nicht. Scheiße, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Magie wirkt hier nicht. Hier, hier. Magie wirkt hier nicht. Okay, dann muss ich erstmal die Treppe hochlocken. Den Schlawiner. Da ist er. Ich sehe ihn kaum so. Okay. Resten wir mal mit dem hier wieder. Pio, pio, pio. Vor allem, die werden dadurch immer noch so zurückgeschlagen. Macht Bock. Boah, macht das Bock, ey. Sehr gut. Aber einfrieren ist halt King. Das ist geil, als den Gegner so richtig einzufrieren, ne? In den edelsten Posen. Magie wirkt dir nicht. Scheiß drauf, durchrennen. Ja, der hat mich direkt erwischt. Kalt erwischt. Nee, kalt will ich ihn eigentlich erwischen. Boah, zwei. Oh, scheiße, noch viel mehr. Da unten. Boah, hier bestimmt. Boah, nee. Nichts wie. Rückzug. Oh, nein. Übel. Übel, was hier abgeht, Mann. Da spiele ich doch gerade mit dem Gedanken, die Axt um auszupacken. Das Asoziale ist halt mit dieser Anti-Magie-Zone, ja. Das macht's für Magie-Menschen echt schwierig. Auch Magie wirkt hier nicht. Ja, aber wie lange ich es gerade noch draußen halten konnte. Magie wirkt hier nicht. Na gut, und hier? Ja, immerhin. So. Oh, geil, ich hab's sogar getroffen. Ich musste blind zielen. Ha! Geil, hier können sie nicht hin. Das ist wie die Okra. Was passiert, wenn ich nur sein Schwert da hinten? Ne, funktioniert leider nicht. So? Ne, auch nicht. Hätte er klappen können. Na, erstmal lieber nochmal einen Trank. Bum, bum. Okay, jetzt kommt der da. Boah, alter Schwede, ey. Hab ich aber ganz schön Glück gehabt. Mit ihm hab ich ja wirklich Glück gehabt. So, zack. Oh, scheiße. Okay, da hilft dieser flinke Schlag von unten. Okay, jetzt sehr, sehr großes Risiko. Oh nein. Ich habe gehofft, dass ich noch... Ha. High Risk, High Reward. Sehr gut. 7 von 10. Das sind nur noch 3 hier unten, die ich platt machen muss. Und dann war es das schon wieder. Sehr gut. Geil, Mann. Ich bin froh, dass ihr endlich mal ein neues Equipment habt. Zieht euch rein. Lang genug in dieser gammeligen, speckigen Rüstung, die schon 1000 andere vor mir anhatten. So, hier war es genau. Da war der eine noch. Da unten auch schon wieder derbst am Rumfauchen einer. Zack. Der hat mich auch schon gewittert. Was? Wo kommt der denn her? Okay, das ist der letzte dann. In dem Fall. In dem Fall Schneefall. Okay, der da draußen friert jeden Moment auf. Das heißt, ich muss ein bisschen flink sein. Aber das ist das Geile an Eis. Du kannst so rumspekulieren. Wie lange wird dieser und jener noch eingefroren bleiben? Ich bleibe so lange hier stehen, bis der auffriert, weil der muss ja vor dem auffrieren. Das heißt, ich kann sicher gehen, dass der... Ha! Sehr gut. So, dann hier. Sehr schön. Den Rest machen wir dann von Hand. Zack. Exzellent. Ja. So, Level up. Okay, das war's schon. Hier unten ist alles sauber. Tja, ich glaube, ich lerne jetzt erstmal Stab, die nächste Stufe. Ich weiß, Frostmagie, aber ich bin gerade noch ein bisschen schockiert über den Tod von Palas. Und wenn ich jetzt sofort Frostmagie lerne, dann nimmt mich das alles noch zu sehr mit, weil dann denke ich so mit Tränen in den Augen, denke ich dann zurück, wie Palas mir Frost beigebracht hat. Und dann steht da einfach nur so Ignatius rum, so lallt so halblebig runter, so was er zu dem Thema weiß. Aber so wirklich Leidenschaft steckt nicht drin. Und dann denke ich einfach an Palas zurück, mir alles beigebracht hat. Und deswegen brauche ich einfach mal ein bisschen Abstand zu dem Thema. Und lerne erstmal die nächste Stufe Stab. Ja, so werde ich es machen. Hier war ich noch nie drin, weil hier braucht man ein magisches Siegel brechen, was ich zum Glück habe. Jetzt. So. Ahaha, das ist nämlich der Trank der Erfahrung. Kann man aus Reiselust brauen, saufen, zack, gibt Erfahrung. Der Text handelt von magischen Sprüchen.
Weil jetzt, wo ich diesen, wisst ihr, jetzt bin ich ein bisschen on fire, was den Stabkampf angeht. Weil jetzt habe ich ja diesen geilen Stab auch und jetzt habe ich auch mehr Bock, im Stab zu arbeiten. Ja, hier, ich denke immer, wie gehen diese zwei Türen noch auf, aber es ist traurig, aber scheinbar wahr. Man kann sie, glaube ich, einfach nicht aufmachen. So, das bedeutet, wo ging es nochmal zu Abraxas Büro? Hier, oder? Da muss ich erstmal durchkrabbeln. Tschüss, liebe Fackel. Unsere gemeinsame Zeit endet hier. Es ist alles gesagt. Aber im Büro bzw. im Labor können... Ach, da fegt immer noch einer. Ja klar, Mann, der hat hier alles überlebt, oder was geht ab? Verschwinde, du Scheiß! Oh, du bist gar kein Echsenmensch. Nein, bin ich nicht. Was machst du hier? Ich verstecke mich vor den Echsenmenschen. Sie kamen aus der Bibliothek direkt ins Labor. Ich konnte gerade noch die Tür schließen. Du hast die Tür geschlossen? Er war das. Ja, wer denn sonst? Meinst du die Echsen? Nein, das war ich. Ich musste verhindern, dass die Echsen in den Hof gelangen. Boah, geiler Typ, Mann. Abrax sagte, die Echsen hätten das Tor geschlossen. Egal, was ich tue, Meister Abrax bemerkt mich einfach nicht. Er interessiert sich nur für seine Studien. Ja. Was muss ich denn noch machen? Armer. Qualmen, stinken und explodieren? Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Auf jeden Fall muss es etwas Großes sein, was ihn bei seinen Forschungen weiterbringt. Oh ja! Wenn du Abrax seine Aufzeichnungen zurückbringen würdest. Ja. Voll scheiße betont, der Dialog. Passt gar nicht. Leider habe ich sie nicht. Ich hab sie. Du hast was? Alle. Das ist ja unglaublich. Wenn ich diese Papiere zu Abrax bringe, dann... Moment. Was willst du dafür haben? Kein Ding. Nimm sie einfach. Danke, du weißt gar nicht was. Schon gut. Bring sie ihm einfach und lege deine Prüfung ab. Ja, geil. Ja, bring sie ihm doch, Mann. Ist nicht hier noch länger rumfegen. Was soll die Scheiße? So, erstmal eine Runde pennen. Sehr schön. Alles klar, die Festung wurde gründlich gesäubert, aber eins checke ich immer noch nicht. Wer ist dieser Bruno, den ich zum Eingang schicken soll? Ich weiß nicht, wer das ist und wo ich den finde und wie ich den da runter schicke. Ach, okay, da war ich schon. Chef Weiß greift so ein dreckiger Dieb. Ich helfe ihm so total und dann noch sowas. Nee, aber hat er ja nicht. Alles klar, das heißt, die Festung ist sauber. Dann lerne ich jetzt erstmal Stabkampf, nächste Stufe. Und dann renne ich runter an den Vulkan und helfe den Soldaten. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute euch. Ciao.